Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hell is Others. Ja, wir sind in unserem Appartement und wir wollten... Oh ja, stimmt, wir müssen den Baseballschläger abgeben. Genau, wir haben ein bisschen Geld gesammelt, wir haben beim letzten Mal sind wir gestorben, grandios. Und ich würde jetzt tatsächlich mal gucken, ob wir die Runde ja mit dem Basie das machen. Wir haben eine neue Waffe gefunden und was war denn Keller nochmal? Ach ja, stimmt. Oh ja, wir kriegen ja morgen, oh ja, wenn wir den nächsten Tag anbrechen, ich mach mal eine neue Runde, kriegen wir ja, was? Es ist nicht ratsam, ohne Kugeln auf die Straßen zu gehen. In den Töpfen beim Fahrstuhl sollten welche sein. Was? Haben wir keine Kugeln mitgenommen? Hä? Moment. Hier sind aber keine. Hä, haben wir keine Kugeln mit? Hä, wir haben doch Kugeln da unten. Erzähl doch nicht. Haben wir... Warte, R, ne? Nein. Doch, R. Hä, wir haben noch Kugeln. Ja, kann ich nicht ändern. Wir haben leider keine Kugeln. Müssen wir welche farben? Ja, egal. Ich will trotzdem rein. Genau. Wir wollten den Baseballschläger machen und wir haben beim letzten Mal, ja, sind wir grandios leider gestorben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir erstmal, genau, wir müssen jetzt erstmal Kugeln haben. Wir brauchen was zu essen, damit wir uns heilen. Und ich weiß gar nicht, ich muss mal eben kurz gucken. Wo ist denn der? Der ist irgendwo im Supermarkt, ne? Ich muss nochmal eben im Journal nachgucken, wo ist denn der? Supermarkt-Albträume. Stand das nicht irgendwo? Kai Wei Wafan am Ventru Boulevard. Kai Wei Wartrum am Ventru Boulevard. Kai Wei. Ah, hier. Ist das hier die Dose? Ich guck mal eben. Die Dose bedeutet was? Supermarkt. Ja, hier ist er. Hier unten rechts, ganz rechts Seite am Ventru Boulevard. Okay, da müssen wir also hin. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier quasi landen. Ich weiß noch nicht, wo wir spawnen werden. Das ist natürlich, ja. Das ist immer so eine Frage. Ah, was war denn nochmal das Essen? Ach, Fast Food. Der Burger ist Fast Food. Oh mein Gott. Online-Shop? Es gibt einen Online-Shop? Wo ist der denn? Ach, da. Oh, krass, okay. Century City, ja. Gut, wir müssen aber warten ein bisschen auf die Spielersuche. Oh. Gerade noch von gesprochen. Und schon geht's los. Sie vermögen. Ah ja, stimmt, ist ja alles zurückgesetzt worden, ne? Unsere Buffs, die wir hatten. Oder beziehungsweise unsere. Stimmt. So, jetzt aber. Neue Runde, neues Glück. Mal gucken, ob wir wieder auf Spieler oben haben, warten müssen. Weil wenn nicht, dann sind, glaube ich, keine da. Ich glaube nicht, dass welche da sind. Oder? Nein, sieht nicht so aus. So, wo sind wir denn gespawnt? Links oben, okay. Wir müssen... Oh, ich habe keine Kugeln mehr. Das ist natürlich ganz toll. Ich sollte erstmal was zu essen, ne? Und wir brauchen Kugeln. Ich muss mit der Steuerung erstmal klarkommen. Kühlschrank. Erstmal essen und dann gehen wir den Baseballschläger abgeben. Oh ja. Verwenden. Gibt 280 Gesundheit. Besser wie nichts. Wir haben nichts an Kugeln. Wir müssen irgendwie... Shit. Gibt es hier einen anderen Ausgang? Natürlich nicht. Ich düse mal. Tschüss. Wir müssen nach rechts. Also hier lang. Oh Mist, wir haben kaum noch Ausdauer. Ich habe auch keinen Bock, dass hier irgendwie so ein großer auftaucht. Oh nein. Das hört sich so an, als wäre hier was. Oh ja. So, warte, es müsste hier sein, oder? Ist es hier? Nee. Moment. Nee, ein weiter. Ein weiter, verdammt. Müsste hier sein. Ja, da ist er. Moin! Hey, hey! Du bist der Problemlöser! Ich hatte gehofft, du wärst größer! Du weißt doch, furchteinflößender! Hast du, worum ich dich gebeten habe?
Ah, ich bin nicht sicher, ob das genügt, aber für den Moment reicht es. Danke, nimm das. Bete für mich. Oh, Kohle? Und Chips? Oh, die esse ich, die konsumiere ich erstmal direkt. Nam, 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 nam. Und nochmal. Verwenden. Nam, 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 nam. Na. Was haben wir sonst noch gekriegt? Deodorant? Überdeckt für 60 Sekunden was? Gerüche? Können wir ja mal ausprobieren. Weiß zwar nicht, was bringt. Wir brauchen unbedingt. Ich esse das jetzt alles. Wir knabbern jetzt einfach mal Chips bei dem hier vor der Tresen. So, danke. Handeln. Was hat der denn? Dosenfleisch? Oh, okay. Hier können wir also Sachen kaufen zu essen und so. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Wir haben jetzt hier so. Hier im Laden kommt doch einer rein. Ich muss weg. Ciao. Ich brauche unbedingt Munition. Ich habe keine Muni mehr. Wir müssen Munition haben, ne? Ich weiß, dass hier letztens in diesem Vorgarten, der jetzt hier oben kommt, letztes Mal Muni gespawnt ist. Hier drin, da sind Kugeln. Aber wie komme ich da rein? Gar nicht. Ahaha. Kann ich über die Hecke springen? Ab durch die Hecke. Warte mal. Oh, fuck. Uhuhu. Muss auf die Karte gucken. Ich brauche Kugeln, Mann. Wo ist der Park? Der ist da oben, ne? Oder? Ah, ne, hier unten ist der Park. Okay, der müsste hier... Oh nein, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich muss weg, ciao! Wuhu! Muss zum Park. Wir haben keine Ausdauer. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen irgendwie an Kugeln kommen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir keine Kugeln haben. Oh nein. Da ist der Große, ne? Und der ist genau im Park. Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße. What the fuck? Na, nimm den doch. Lad nach, Mann. Puh. Oh, ein Fahrstuhl ist da. Sehr gut. Aber ich würde trotzdem einmal eben zusehen, ob wir nochmal da... Da sind noch Kugeln. Sehr nice. Nehmen wir auch mit. Da haben wir wenigstens etwas. Am Holzscheit. Gibt's was? Nichts. Toll. Munition. Ja, nice. Sehr schön. So, der Fahrstuhl war links zu hören, ne? Ja, da unten. Okay. Wir versuchen jetzt erstmal hier safe rauszukommen. Baseballschläger haben wir absolviert. Okay, da ist eine Bombe. Lad nach. Ich würde trotzdem einmal das mitnehmen hier, wenn wir es auch mal schon dabei sind und können. Wir haben ja jetzt ein bisschen Saver. Saver. Kühlschrank. Nichts drin. Können wir nochmal ein bisschen plündern, ne? Wenn wir schon einmal hier ein bisschen safe sind. Vielleicht finden wir noch was wir verkaufen können. Ja, Nägel ist heute im Angebot. Also Nägel kauft er an, unser Freund. Gucken wir nochmal, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Und gerade hier unterwegs sind. Der Fahrstuhl dürfte hier in der Nähe sein. Oh, Geld. Oh, was ist das denn? Augenöl. Plus 35% Drehgeschwindigkeit in Richtung des Ziels. Benötigt 120 Bluttag zum Anbauen. Oh, das nehme ich mal mit. Das klingt spannend. Ein Zahn. Aha. Inventar ist voll, ich weiß. Trotzdem einmal gucken. Wir können ja nochmal in die Runde reingehen. So, warte mal. Der Fahrstuhl ist jetzt genau hier oben irgendwo. Schnell in die Gasse rein. Der müsste irgendwo hier... Da ist er. Komm ich da rein? Oh shit. Oh shit, nicht gut. Oh shit, nicht gut. Oh shit, nicht gut. Müsste hier rein sein. Ja. Ich rufe ihn schon mal. Gehen wir währenddessen mal eben hier. Wie die mal rumfahren. Das hört sich mal so an, so. So ein Bodenstaubsauger. So, dann würde ich die Runde einfach mal ganz schnell beenden. Jetzt. Oh, warte mal. Können wir irgendwas wegwerfen hier von. Ach, die Granaten wollte ich ja loswerden, ne?
Genau, ich wollte das hier, das bringt Geld. Das Deodorant behalten war. Die Waffe ist irgendwie, weiß ich nicht, ganz... Keine Ahnung. Ich wollte sowieso mal wechseln. Auf unsere Pistole wieder. Stimmt, wir können ja Dings, ne? Wir können ja, Wir können ja jetzt auch Waffen kaufen beim Waffenhändler. Der hat ja richtig coole gehabt. So, ein bisschen sparen. Wir haben ja ein bisschen was auf Tasche, ne? Vermögensdifferenz, Vermögen. So, wir sind zu Hause angekommen. Wir haben die Mission erfüllt. Sehr schön. Der nächste Tag bringt natürlich wahrscheinlich eine neue Mission. Hat er eigentlich eine Mission für uns? Handeln. Erstmal verkaufen. Nägel. Draht. Und das. So. Die Kugeln schön behalten. Ich freue mich schon auf Dings, auf, wenn wir den Schrank kriegen, damit wir mehr Platz haben. Mach weiter und du wirst zum größten Problemlöser von Century City. So. Haben wir... Oh, der Schlund ist wieder da. Nein, Bonsai wollte ich nicht. Ich wollte zur Schublade. Da haben wir noch mehr Geld. Wir könnten tatsächlich auch zur Bank was einzahlen. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Mich ärgert, dass wir noch nicht so viel Platz haben. Das wird sich morgen erst ändern. Oder wir beenden den Tag. Ich guck mal, was der Schlund will. Ich weiß, dass der Manager des Supermarkts wieder aufgetaucht ist. Hast du etwas damit zu tun? Was willst du damit sagen? Es war nur eine Frage. Schön für dich, wenn du den mittelmäßigen Geschmack von Konservierungsmitteln und minderwertigen Artikeln magst. Ein heiteres Lied klingt aus dem Riss. Toll. Traditionelles Waschbecken, Klamotten waschen? Mach ich mal. Ich kann versuchen, das Blut aus dem Hemd zu waschen. Ja, machen wir mal. Wieder sauber. Ich muss es nur abfüllen. Habe ich, ne? Flasche mit Blut. 91 Bluteinheiten. Ach, krass. Heftig. Guck mal, wir sind wieder richtig sauber. Da weht sogar die Krawatte. Können wir das hier auffüllen? Gießen. Ja, fast voll. Bestätigen. 391 von 400. Da kriegen wir ja auch Kugeln, ne? Ich würde tatsächlich, glaube ich, den Tag einfach beenden. Ganz ehrlich, da können wir morgen dann nochmal los. Und wir kriegen morgen ja auch den Schrank. Dann können wir auch das Geld nochmal einzahlen. Oder sollen wir jetzt das Geld ein... Nee. Die Waffe macht mir ein bisschen Sorgen, weil die nur 10 Schaden macht. Plus, oder ist es plus 10% Schaden? Weil, warte mal. Was macht denn... Die macht plus 60% Schaden. Aber was heißt das jetzt? Das ist der Schadenswert, oder? Denke ich mal, ne? Oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. 50 Schaden? Aber hier steht plus 60 Schaden. Rückstoß 100 pro Minute Nachladezeit. Bewegungsgeschwindigkeit plus 5. Rückstoß 97. Rückstoß 100. Ja gut, ich bleibe mal bei der Pistole. Ich würde sagen, wir beenden mal den Tag. Wenn ich mich schlafen lege, sind morgen alle verderblichen Lebensmittel verdorben. Ich muss so schnell wie möglich einen Kühlschrank kaufen. Ich lege mich trotzdem hin. Erstmal ein Rauchen. Noch 4 Tage. Tag 7, Sonntag. Eine Woche in Century City, Errungenschaft freigeschaltet. Juhu! Ja, Telefon klingelt. So. Ah ja, stimmt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt nochmal mit unserem Dings reden. Oh, hoppala. Entschuldigung. Mit unserem Freund. Ja, 7 von 10 Tagen. Ja, einen Moment! Haben wir irgendwas gefunden, was wir noch nicht hatten? Ja, hier. Ach ja, stimmt, Augenöl und so. Sonst noch was? Nagel, Draht. Ah ja, okay, die Lady. Ja, ich gehe schon dran. Du. Bist du der Problemlöser? Hier ist André, der Schmied. Was, ein Schmied? Ernsthaft? Ich hoffe,
Das wird dich nicht schockieren, aber das Ende der Welt naht. Ich bereite mich auf das Ende vor. Mein Bunker ist fast fertig. Ich rufe an, um zu fragen, ob du mir Material besorgen kannst. Es gibt nichts umsonst. Nein, Kabel haben wir gefunden, du Nagel. Nein, aber verkauft. Egal, werden wir finden. Okay. Glaub mir, das ist das geringste meiner Probleme. Komm zu meinem Laden. Nopira Bö. Er befindet sich in der Citadella auf der Prudence oder Prudence Avenue. Okay. Also, er möchte warten auf das Ende, Akt 1. Er möchte also einen Hammer haben, 5 Nägel und 2x Kabel. Ja, da haben wir ja einiges zu tun. So, der Baum, den hatten wir ja gegossen, ne? Den müssen wir heute auch wieder gießen und so nachher später. Gut. Ich würde sagen, wir können eigentlich die Sachen schon mal verbrauchen, ne? Hab ich die Flinte? Ich würde die Waffe verkaufen wollen. Und die Flinte vielleicht mitnehmen? Ich glaube, ich mache das mal so. Heute kriegen wir ja den Dings, ne? Was will er denn? Hast du etwas gegessen? Wenn du Hunger hast, iss etwas. Willst du mir erklären, wie mein Hunger funktioniert? Einerseits mache ich mir Sorgen, dass du nicht genug isst. Andererseits habe ich Angst, dass du zu viel isst und dir schlecht wird. Du solltest dich um deinen eigenen Kram kümmern. Weißt du, dass Essen dich belebt und stärkt? Komm schon. Erinnerst du dich an diesen Kinderreim? Wenn du hungrig bist, iss und halte dich in Form. Wenn du keinen Hunger hast, schlafe, bis du hungrig bist. Was für ein Unsinn. Sei vorsichtig und achte auf deine ausgewogene Ernährung. Andernfalls könnte unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Ich esse, was ich will. Natürlich, aber pass auf. So. Oh, das Paket ist da. Juhu, wir haben Post. Guck mal, der DHL-Bote war da. So, bevor ich das annehme, ich will mal eben kurz hier gucken. Nein. Nein. 30 Kugeln. Sehr schön. Mit Alfred reden wir auch gleich. Ich will erstmal eben was verkaufen. Kann ich... Ach, ich bin so doof. Ich wollte gießen. Warte mal. Ich wollte doch schon mal den Bonsai gießen. Das wollte ich doch schon mal gemacht haben. So. So, 200 bestätigen. Haben wir noch eine Ampulle. Da können wir schon mal hier unten. Tag 2. Okay, Tag 3, glaube ich. 3 Tage dauert das, ne? Denkt dran, die Pflanze zu gießen. Ja, ja, ja. Aber dass man das nicht da reinziehen kann, oder? Ach doch, das geht. Bestätigen. Okay. Genau, jetzt haben wir schon mal 50 da drin von 400. Gut, so, dann haben wir das auch. Jetzt machen wir mal das Paket offen. Rustikaler Nachttisch zum Keller hinzugefügt. Rustikaler Nachttisch. Platzieren. Ja, Mann. Wie geil. Hier oben an der Decke hätte ich ihn gerne. Gut, wir können ihn hier platzieren. Ich glaube, ich platziere den erstmal hier. Also, ja. Würde ich sagen. So, Editor verlassen. Wie viel Platz haben wir denn da drin? Toll. Wow. Den lasse ich da drin und den auch. Obwohl, ganz ehrlich, das Deodorant überdeckt Gerüche, aber wofür ist das? Was bringt mir das? Ganz ehrlich, versucht das irgendwie zu verkaufen. Muss ich mal gucken. Ja, aber das würde ich behalten. Das klingt irgendwie spannend. Kann heute am Trödel verkauft werden. Was hat das denn für einen Wert? Handelswert. 48% Kredit. 1152. Oder ich verkaufe das. Ich probiere das mal zu verkaufen. So. Moin. Gut. Das kriegen wir nicht verkauft. Dann würde ich das irgendwie loswerden. So.
Guten Abend, Octave. Octave? Oh, entschuldige. Ich war in Gedanken. Habe an meinen alten Partner gedacht. Er war ein toller Kerl. Weißt du, wenn er etwas wollte, konnte er nichts und niemanden aufhalten. Was hat er gemacht? Nun, um dir ein Beispiel zu geben. Was? Mickriger, unnatürlicher und rachsüchtiger, unnatürlicher. Okay. Beliebige Waffe, beliebige Kugel. Oh Gott, wir kriegen später auch noch Herausforderungen hier anscheinend. Also da müssen wir spezielle Kugeln mit... Oh Gott. Für mich ist das nichts Besonderes. Ich könnte das mit verbundenen Augen machen. Oh, du bist... Übertreibst du nicht etwas? Wenn du es wirklich schaffst, bekommst du von mir eine Belohnung. Wart's nur ab. Oh, vielleicht kriegen wir wieder einen neuen Schrank. Ja, ich würde sagen, wir gehen raus. Ich mach mal Century City, unsicher. Ach so, wir wollen mit Alfred reden. Warte mal, abbrechen. Alfred! Guten Abend. Hat der Handwerker angerufen? Nein, offensichtlich nicht. Warum nicht? Weil er mit dem Maschinenraum beschäftigt ist. Ich glaube, er ist einfach nur ein Faulpelz. Was? Der Handwerker hasst es, Zeit zu verlieren. Ohne ihn wäre die Wohnanlage ein Trümmerhaufen. Wenn du das sagst, wenn er sich bis heute nicht zurückmeldet, kannst du ihn noch einmal kontaktieren? Wenn er nicht zurückruft, werde ich ihn noch einmal kontaktieren. Mach das auf jeden Fall. Der Schlund macht mich verrückt. Ja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Sicher, ich störe dich nicht länger, danke. Keine Ursache. Alter, die beiden Missionen hinzugefügt, löse das Problem morgen. Ich glaube, wir werden dieses Problem niemals lösen. Das wird so ein Never-Ending-Story, glaube ich, werden. Also die beiden, die Konversation zwischen den beiden ist großartig. Ich mag die zwei, Alter. Ist halt so auch mit dem Morgen ist morgen und heute ist heute. Das ist so. Also das Spiel ist großartig. Ich finde die Charaktere super geschrieben. Muss ich sagen, sind echt gut. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal wieder auf Spieler treffen werden. Aktuell sieht es ja noch nicht so wieder danach aus, weil wir ja keine Spielersuche haben, oder beziehungsweise doch, wir suchen dann Spieler, aber aktuell ist es so, wenn wir in den Ladebildschirm kommen, steht nicht warten auf Spieler. Bisher war es noch nicht wieder so gewesen. Ich glaube, es waren zweimal oder so, in der wir es hatten. Gut, müssen wir gucken. Die 8 Schuss haben wir jetzt noch, die ein bisschen stärker ist, ne? Die 8 Schuss. 50 Schaden, 50 Schaden. Reichweite 4, Chance auf Taubheit. Ah, ich bleibe erstmal hierbei. Ich habe mal nachgeladen. So, Match wird gestartet. Jawohl. Machen wir mal Century City unsicher. Let's go. Schwupps. Ja, ich glaube nicht, dass wir Spiele haben. Oh, doch. Oh, es sind Spieler da. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ich weiß gar nicht, was wir machen wollten. Sachen verkaufen. Kann ich unten mal den Waffenhändler verkaufen? Ich bin gerade am gucken. Oh, wir sind ganz oben auf der Map. Oh nein, der Waffenhändler ist da unten. Oh, fuck. Oh, shit. Wir sollten es auf jeden Fall ruhig verhalten, weil es sind Spieler da. Geld. Ah ja, wir wollten auch Geld einzahlen, ne? Das trifft sie gut, dass wir oben sind. Dann können wir direkt zur Bank gehen. Und wir müssen, kann verkauft werden. Wir müssen die Mission erledigen, ne? Was war denn das nochmal? Oh, ich hab Schüsse gehört. Ich hab Schüsse gehört. Das Problem ist, für den Nahkampf ist die bestimmt gut. War das jetzt so einer davon oder nicht?
Warte mal eben. Nein, Journal. Nee. Ach, mickriger, übernatürlicher und rachsüchtiger. Sind das größere? Oh, wir brauchen Blut, ne? Ölpilz. Wo ist denn die Bank, verdammt? Die muss doch hier irgendwo sein, ne? Ah, die ist weiter unten. Shit. Und wir brauchen unbedingt Kugeln. Sir, die Century City Bank ist sicher so ordentlich in der Stadt. Zumindest was das Geld angeht. Ja, ja. So, deponieren. Alles. Ich frage mich, ob man in der Bank, 86.000 haben wir schon. Ich frage mich, ob man in der Bank angegriffen werden kann, aber ich gehe mal ganz stark von aus, ne? Das ist nicht so wie bei John Wick oder so, dass es hier Regeln gibt. Würde, glaube ich, erstmal auf der Pistole, bei der Pistole bleiben. Oh Gott, ist das spannend, wenn Spieler da sind. Spielt man schon ein bisschen, oder ist man schon direkt ein bisschen ruhiger, ne? Oh, Bücherregal, gucken wir mal. Oh, Kugeln. Ja, Kugeln nehme ich. Natürlich. So. Wir müssen also Jagd auf Monster machen, sagst du? Schon wieder Geld. Alter, Geld können wir uns ja totschmeißen. Oh, warte mal, das können wir verkaufen, ne? Wenn wir auf Monster Jagd machen, dann würde ich doch lieber die Flinte ausrüsten, glaube ich. Oh, den brauchen wir. Glaube ich zumindest. Wo ist der hin? Kommt der zurück? Wo ist der? Oh, ich muss nachladen. Okay, ein von drei haben wir. Der hat es natürlich ein bisschen zugesetzt, aber ist egal. Kann auch verkauft werden, aber wir brauchen das Herz, ne? Warte mal, das wollte ich doch sowieso loswerden hier, das Deodorant, ganz ehrlich. Weg damit. Wir brauchen ja Blut. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon, soll ich jetzt schon eine Blut... Jetzt schon eine Blutrunde machen? Oh nein, das ist der Große. Uff. Hier ist der Supermarkt. Was ist das hier? Alter! Gott! Shit! Was ist das denn für ein Laden hier? LOL! Der ist hier drin, ne? Oder? Ist hier drin? Warte mal, lad nach. Puh. Was ist das denn für ein... Das ist so ein Lager hier, ne? Ich glaube, wir sind im Lagerhaus. Oh, ein Basie. Hier kann man bestimmt auch gut looten. Holy shit. Uff. Alter. Oh, Bruder, da muss ich aber los. Ich hab falsch gedrückt. Oh Gott, wir sind fast tot, ne? Was ein Feichling. Brauchen, Lebensenergie. Oh, Draht. Den brauchen wir. Okay, Fahrstuhl hat einer gerufen. Okay, die Waffe ist echt Schmutz. Zumindest auf Entfernung. Okay, wir brauchen unbedingt was zu essen. Also Lebensenergie. Ich muss... Shit! Anderer Spieler. Nein! Shit! Oh Mann, du wurdest getötet von... Mr. Powell? Nee. Zalobro. Glaube ich, heißt er. Oh Mann, Mist. Shit. Ah, Ärger.
ärgerlich. Ärgerlich. Flinte weg, alles weg. Shit. Gut, aber wir hatten ja eh erstmal nur eine Blutrunde gehabt, also von so an. Ja gut, was sollen wir machen? Dann würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. Ja, ich weiß, ohne Kugeln soll man nicht losgehen, bla bla bla. Aber wir müssen ja leider Kugeln